ruhige Nachbarschaft. Ja, 58, hier bei 7 Billion Humans. Ich bin euer Kellervater, schön, dass ich wieder da bin. Ich begrüße euch. So, es geht langsam Richtung Endspurt, würde ich sagen. Es wird hier zu voll. Ich bin mir sicher, dass die Daten das auch belegen. Schließlich ist ein guter Nachbar ein entfernter Nachbar. Bitte arrangieren Sie die Datenwürfel neu, egal wie, solange kein Datenwürfel mehr als 3 Nachbarn hat. What? Wie kann man das arrangieren, dass einer nicht mehr als 3 Nachbarn hat? 4 wäre ja easy, weil bei 4 würdest du ein Schachbrettmuster machen. Dann würdest du sagen, ja, wurscht, wobei, überleg grad. Das ist jetzt, wow. Ich meine, wir können das volle Zufallsding machen. Wir haben da Nearest. Wir sagen, hey, cool. Mem 1 ist Nearest Datenwürfel. Nice. Und dann würde Folgendes losgehen. Oh, das ist böse. Das ist absolut ineffizient und totales Chaos. Aber wir sagen, Step. So. und if, na warte mal ganz kurz, for each deer, as memory 2 passt, da müssen wir natürlich aufsummieren, das heißt, for each direct direction in dem Fall, if mem 2 entspricht einem Datenwürfel, wobei, da könnte jemand stehen mit einem Würfel. Und dann haben wir wieder das gleiche Problem wie vorher. Schauen wir mal, ob das so ist. Oder ein Arbeiter. Oh, das könnte man auch machen. Oder Mem2 ist ein Arbeiter. Das passt. Dann kannst du einen Count. Dann kannst du Mem3 Mem 1 ist nearest Datenwürfel. Step 2. Mem 1. Er muss ihn dann nicht mal aufheben, den ersten. Weil der Dreier, wenn der passt, ja super, dann geh einfach zum nächsten. Zuerst gehen wir mal irgendwo hin. Dann sagt er, okay, ja passt. Gerade überleg. Das ist halt, wenn wir alle Leute einsetzen. Wir könnten ja natürlich auch nur einen oder zwei Leute einsetzen. Das ginge natürlich auch. So, du gehst, genau. Du gehst zu dem Ding und wenn wir 3 überschreiten, das heißt, M2 ist ein Arbeiter. Das könnte man machen, passt auf. So machen wir das. Das ist jetzt nicht, das ist nicht ideal, aber wir gehen zuerst rein, überprüfen, ist da was? Wenn nicht, mach noch einen Schritt. Du schaust wieder, ist da noch was? Ist da, also ist irgendeiner, der mehr als 4 Nachbarn hat, und dann gehst du zur nearest Wand und probierst da mal, ist da irgendwas. Das heißt, wir merken uns am Anfang auch gleich mal die nearest Wand in Mem 4 von mir aus, ist ja wurscht. So. Mem 1, Mem 2, ja. Und in Mem 3 würden wir einfach zählen beginnen. Das heißt, wir sagen, Kalk, Mem 3 ist Mem 3 plus 1. So, initialisieren, weil sonst vergessen wir das wieder. Set for each deer. S, na, da nicht. Davor, vor der Schleife natürlich. S.
Null natürlich, so. Und dann haben wir. Dann können wir überprüfen. If Mem 3 ist größer als 3, dann kannst du den aufheben. Gehst zu Mem 4, also zu nearest Wand. Und dann könntest du das wieder überprüfen. Und dann könnte man das wieder überprüfen, richtig? Gehst mal zur nächsten Wand und droppst das Teil. So, jetzt hast du das gedroppt. Würde das mit einem Mal schon reichen? Wenn nicht, jetzt pass auf, wenn das nicht so ist, also wenn wir da nicht drinnen sind, das heißt, dann gehen wir einfach irgendwo hin. Step anywhere on the screen. Oder warte mal, ganz kurz. Ja, das könnte man wirklich machen. Das passt schon, glaube ich. Else, step, anywhere und dann Mem 1 ist nächste Datenwürfel, geht dorthin und passt. So. Probier mal. Boom. Ich glaube. Ich glaube, mit einem Durchlauf wird nicht ausreichen. Ein Schritt ist zu wenig. Dieser eine Zufallsschritt ist zu wenig. Das heißt, wenn wir hier sagen, was weiß ich, mach halt 5 Schritte. Step irgendwo hin, mir wurscht. So, nochmal Step irgendwo hin, mir wurscht. Step irgendwo hin, mir wurscht. Und was wäre, wenn wir alle nochmal gehen lassen? Geht's dann schneller? Ist sicher keine coole Lösung, aber irgendwann müsste sich das Ganze auflösen. Warte mal, stopp. Na, egal. Ja, und jetzt? Okay. Machen wir das halt wirklich nur als Else-Zweig und dann schauen wir nochmal.
glaube nicht, dass das geht. Ja, dachte ich mir schon, dass das nicht funktionieren wird. Aber was müssten wir rausnehmen? Das frage ich mich gerade. Was müssten wir rausnehmen? Da sind nur drei. Schachbrettmuster ist zu wenig, das wissen wir. Mit drei Nachbarn, ja. Wäre interessant, wenn man in der Mitte des Raumes beginnen könnte und dann sagt, okay, geh halt irgendwo hin, ein paar Schritte und probier's nochmal und probier's nochmal und probier's nochmal so lange, bis das Ganze okay ist. Das ist gar nicht so einfach, Leute. Mach halt 5 Schritte irgendwo hin, mir wurscht. Ich überlege gerade, was werden eigentlich ein Muster. Wir könnten auch schauen, was ist ein Muster, bei dem das funktioniert mit den Nachbarn. Ein Nachbar, zwei Nachbarn, drei Nachbarn. Das sind schon wieder 4. Fuck. Das ist böse. Das ist böse, Leute. Das ist böse. So, warte mal. Nearest Wand ist Mem4. Die kannst du eigentlich von mir aus auch immer gerne neu merken. Ist von mir okay. Genau, da fangst du wieder von vorne an. Immer wieder von vorne für jeden von euch. Warte mal. Du. Du allein kannst mich verstehen. Let me think. Wie gehen wir das an? So ein Zufallssystem ist, glaube ich, gar nicht so cool, ehrlich gesagt. Was wäre denn, jetzt passt auf, was wäre, wenn mehr Vorgaben gibt es nicht. Ja, ja, mit drei Nachbarn und so weiter und so fort. Dieses For Each Deer ist dafür sowieso mal ausschlaggebend, dass das überhaupt irgendwie funktionieren kann. Da müssen wir sowieso mal bei den Richtungen sagen, sowieso alle Richtungen, bitte, danke. Sag mal, jetzt überlege ich gerade eine Sache. Wie viele Leute haben wir? Wir haben da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Leute. 20 Leute bei 8 mal 6 ist 48. 20 Leute. Theoretisch, ganz ehrlich gesagt, müsste es sich ausgehen, dass wir zuerst... Oh, das ist eine Idee. Passt auf. Wir machen das nicht mehr so zufällig. Ich glaube, meine Theorie besagt jetzt Folgendes. Ich denke, jeder geht mal zu seiner nearest Wand. Step 2. Mem4, das ist die nearest Wand. Das könnte gehen. Upp, perfekt. Jeder
Oder so gut wie jeder. Könnte. Ja, geht es hier aus? Es geht hier nicht ganz aus, ehrlich gesagt. Wir machen das jetzt so: Wir fangen mal mit denen an, die da oben sind. Wie gehen wir die an? Jeder hat seine Nearest Wand. Das wäre schon mal ein super Ausgangspunkt prinzipiell, wo man sagen kann, hey Geilo, dort tragt ihr das dann hin. Das ist schon mal super. Dann geht jeder zu seinem Nearest Datenwürfel. Jeder hat jetzt einen Nearest Datenwürfel und schaut mal, wo das hingeht. Ja, so machen wir das. Und wir machen es jetzt ein bisschen uncool, dass wir wirklich sagen, je nachdem von wo kommst du. Kommst du von unten, kommst du von oben? Es muss sich normalerweise ausgehen. Geht sich das aus? Aber wir haben ja genau das haben wir ja schon gemacht, oder nicht? Haben wir nicht genau das schon gemacht, weil ich möchte jetzt, geh einfach zum nächsten Datenwürfel, schau, okay, wo ist der, mach einen zufälligen Schritt, wenn der es nicht ist, also wenn der nicht seine Nachbarn hat, ja, wir müssen das mal so probieren. Okay, Mem1 ist nearest Datenwürfel, so, weg mal mit dem Jump hier, dann würde ich sagen, du gehst zu Mem1, das haben wir, ich glaube, wir hatten genau das schon, du sagst for each direction as step 2, if Mem2 entspricht einem Datenwürfel, dann darfst du, warte mal ganz kurz, da müssen wir zuerst noch setzen, wir Mem3 auf 0, das hatten wir, hatten das ziemlich gleich schon, aber dann sagen wir, Kark, das ist auch noch gleich, Mem3 plus 1 und wenn wir könnten natürlich, warte mal kurz, wenn das jetzt nicht hinhaut, dann habe ich noch eine strukturierte Variante, wie das funktionieren könnte. Dann habe ich eine strukturierte Variante, wie wir das angehen können. Nämlich 20 Leute, 2, 4, 6, 8, 10, 12, mal schauen. Ich habe noch eine strukturierte Variante, aber als erstes, wenn Mem3 größer 3 Pickup Step to Mem4 Drop. Ich möchte nicht jede Richtung abfragen, weil es wäre auch eine Möglichkeit, dass wenn ich jeden sage, gehe mal an die nächste Wand und dann fragen wir, was ist denn deine Wand? Ist deine Wand oben? Dann beweg dich eher runter zu. Ist sie rechts? Dann beweg dich nach links. Ist sie links? Beweg dich und so weiter. Zuerst gehst du zum Nearest Datenwürfel und dann bewegst du dich in die Richtung, die am besten passt für dich. So. Aber nichtsdestotrotz. Das wäre jetzt halt so ein bisschen eine Chaos-Variante. So, wir droppen das. Perfekt. Ist dem nicht so? Dann, also else, würde ich sagen, step mal in irgendeine Richtung. Ja, in alle Richtungen, du Koffer. So, genau.
Step in irgendeine Richtung. Jump. Könnte passen. So, mach das mal. Die hatten alle mehr als drei, ja? Jetzt hab ich's! Jetzt hab... Nicht zu laut schreien, ich weiß. Jetzt hab ich's, Leute! An der Stelle! Nicht nearest Datenwürfel. Step irgendwo hin, merkt den nearest Datenwürfel. Das ist schon klar. Aber wenn der jetzt droppt, bevor der den noch, nachdem er den aufhebt, sagt er, oh geil, nachdem er den aufhebt, sagt er, der nächste nearest Datenwürfel ist auch Mem 1. Nearest Datenwürfel. Du droppst und dann gehst du zum Nearest Datenwürfel, zu Mem 1. Das heißt, du sagst nach dem Dropping, sagst du Jump. Step Mem 1. Das könnte gehen. Achso, und genau, was noch fehlt ist, wenn wir an unserer Wand sind und da ist vielleicht schon was, das heißt, Step 4 und Drop wird so nicht gehen, das heißt, wir müssen noch abfragen, if bei mir ist ein Datenwürfel, dann Step irgendwo hin, wurscht wo. Versuch's dann nochmal abzulegen, das Ganze. Bin mir noch nicht sicher, ob das dann hinhaut. Schauen wir mal. Das Ding ist, wir haben es jetzt schon wieder geschafft. Eieiei. Mal schauen, wie lange das dauert. Du darfst ihn halt nicht ablegen. Das ist das Ding. Wir müssen die gleiche Prüfung da nochmal machen vorm Ablegen. Wenn es keinen Datenwürfel gibt, dann müssen wir tatsächlich Mem3 nochmal aktivieren. Das heißt, wir müssen wirklich sagen, Set Mem3 ist 0 in dem Fall. Wir müssen dann das For Each Deer nochmal machen als Mem2. Wir müssen fragen, if ja, das komplett gleiche Programm nochmal. If Mem2 entspricht einem Datenwürfel, dann sagen wir Kalk Mem3 ist Mem3 plus 1. Und dann if eben Mem3 größer 3, dann müssen wir jumpen. Noch einen Schritt irgendwo hin machen. Ansonsten kannst du ihn ganz normal droppen. Und irgendwann rennen sie halt nur mehr als Idioten herum. Da gibt's noch. Da! Nehmt den Achter! Nehmt den dämlichen Achter hier! Verdammt! Nehmt den Achter hier!
Komm. Komm. Das gibt's doch nicht. Nehmt den Achter. Ja, Achter hier. Ja, ja, den, nehmt den. Nehmt ihn doch endlich. Okay. Wir probieren es nochmal. Und ich trinke einen Schluck Wasser inzwischen. Der Achter hier. Wieder. Da ist einer. Nimm ihn doch. Ich glaube, das geht viel auf Zufall, gell? Aber es wird noch viel herumgetragen, merke ich gerade. Warte mal, MEM 3. Die meisten hängen hier drin fest. Wieso hängen die meisten hier drin fest? Warte mal kurz. Zum Beispiel du hängst hier drin fest, weil MEM 3 ist 0. Ist MEM 3 plus MEM 1? Wieso MEM 1? Wieso MEM 1? Plus 1. Gott. Oh, nochmal. Na, hundertprozentig ist das nicht. Da ist es ja dasselbe. Warum würde ich das plus MEM 1 rechnen, anstatt plus 1? Da. Zweimal den gleichen Fehler gemacht. Das ist interessant. Geil. Ach Gott, was für Fehler. Boah, da waren lange Zeiten dabei, ha? Huh? Hin und wieder, so kleine Ausreißer. Ja, 211 Sekunden Durchschnitt ist eh nicht so schlecht. Weiter zum Aufzug und ein Cut.